Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über das dritte Kapitel von Matthäus sprechen. Und hier geht es auch über Johannes den Täufer, der eigentlich so hart gesprochen hat mit den Pharisäern und Sadduzäern. Interessant, ich lese, wie es hier steht. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Ottengezüchte, wer hat euch denn hingewiesen, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen sollt? Ja, der nennt die so Otterngezichte, also Schlangenbrut in anderer Übersetzung. Das heißt also, es geht um die Schlangen, die Gift haben. Einen Gift, einen tödlichen Gift. Und wenn man es vergleicht mit Menschen, Menschen hätten Gift in ihren Worten, in ihren Taten, in ihrem Leben, dass die andere töten kann, geistlich töten. Und das ist schon hart, wenn man so ein Wort zu jemandem sagt. Aber wir sehen, der hat es durch den Heiligen Geist gesprochen. Es war Wahrheit. Es war wirklich auch eine Möglichkeit, dass die Leute sich bekehren, dass sie Buße tun. Schaut mal, auch Jesus macht es so. Auch Jesus spricht zum Beispiel im Kapitel 12, Matthäus 34, 35, folgende Worte zu den Pharisäern. Ihr Otterngezüchte, wie könnt ihr Gutes reden, weil ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, da geht auch der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz des Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ja, was ist denn so besonders Schlechtes in diesen Leuten? Das Herz ist schlecht. Aus dem Herz kommen diese bösen Gedanken. Und wenn sie sich selber hören würden, manchmal so in kritischen Situationen, was kommt aus dem Herz? Wie reden sie gegen andere Menschen? Wie verachten sie die anderen Menschen? Wie sie sich selber lieben, wenn wir nur sehen, dieses Gleichnis von dem Zöllner und dem Pharisäer, das beschrieben wird auch in Lukas so ganz genau. Und dann siehst du, da ist im Herz wirklich faul alles. Und weiter in Kapitel 23, da spricht also Jesus auch besonders hart. Er sagt, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Prophetengräber baut und schmücket der gerechten Gräber und sprecht, wären wir zu unserer Zeiten Väter, so wollten wir nicht teilhaftig sein dem, was sie getan haben. So geht ihr über euch selber Zeugnis, gebt ihr über euch selber Zeugnis, dass ihr Kinder seid derer, die die Propheten getötet habt. Voilà, erfüllt nur das Maß eurer Väter. Ihr Schlangen und Ottergezüchten, wie wollt ihr dem höllischen Verdammnis entrinnen? Ja, hier in 23 Kapitel redet Jesus besonders hart gegen die Pharisäer. Er sagt, ihr seid so wie die getünchten Gräber. So wie bei uns auch in den Gräbern, da sieht man so schöne Denkmale, aber innen sind ja tote Leute. Und er sagt es auch, von außen macht er alles so scheinbar richtig, aber innen sind ihr so wie tot, ja, und das ist so ein hartes Wort eigentlich. Aber wie das auch hier im übertragenen Sinne, ihr Leben, weil sie dem Volk vorstehen, das führt die Menschen also in den Tod. Und deswegen benutzt er auch hier diese harte Worte. Und was interessant ist, gerade bei Matthäus hier von Anfang, er sagt, tut rechtschaffene Früchte der Buße. Das heißt, die sollten rechtschaffene Früchte der Buße tun. Das heißt, nicht nur bekennen, was sie getan haben, aber auch danach auch was tun. Wenn sie jemand eine Sünde getan haben und haben etwas Schlechtes jemand zugefährt, sie sollen zu den Menschen gehen und bei ihm auch um Vergebung bitten. Nicht nur hier beim Johannes das sagen, aber auch diesen Menschen, wo sie gestohlen haben, dass sie wieder das Geld zurückbringen oder vielleicht manchmal einem Menschen die Freiheit gestohlen haben oder ihr Recht gestohlen, ihre Ehre, dann sollen sie doch gehen und auch um Vergebung bitten und das, was möglich ist zu machen. Klar, manche sind gestorben, da geht es nicht. Dann ist es wichtig, wenigstens so bei diesem Johannes dem Täufer oder bei einem anderen Geistlichen bekennen. Ich habe hier Sünde getan. Ich habe hier vergangen. Ich habe das, was hier getan, was Gott nicht wohlgefällig, vergib mir Gott. Und dann ist es auch so, dann kann man wenigstens auf diese Art und Weise es noch gut machen. Denn Gott versteht uns, wenn wir auch nicht richtig tun. Aber ich denke gerade, weil sie Jesus danach getötet haben, das ist, war so ein wichtiger Hinweis vom Johannes. Also, ihr Schlangenbrut, schau mal, dass ihr rein werdet vor Gott, nicht nur jetzt um Vergebung bittet, aber auch danach bleibt in der Nähe Gottes, dass ihr eigentlich lebt nach dem, was er sagt, nicht was die Menschen um euch sagen.
Und wir sehen, es ist trotzdem passiert. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die haben Jesus ans Kreuz genagelt. Ja. Ja, wir sind heute dankbar, dass Jesus für uns da gestorben ist. Aber trotzdem, die Menschen, die es verursacht haben, weil sie es nicht gesehen haben, die waren gewarnt hier vom Johannes dem Täufer. Sie waren gewarnt von Jesus selber. Der hat es ein paar Mal gesagt, Tod ist in euren Seelen. Sucht wirklich Gott, dass er in eure Seelen reinkommt. Tut was Gerechtes, was falsch war, bekennt es. Macht es nicht mehr, tut rechtschaffene Früchte der Buße. Und ich danke Gott, dass auch heute wir, wenn wir das lesen, manchmal verführt uns, wenn jemand so äußerlich so alles richtig tut und inwendig aber falsch ist. Deswegen muss jeder von uns mit Gott selber die Beziehung pflegen. Mit Gott von ihm bekommen die Impulse, wie wir leben sollen, jeden Tag. Möge der Herr uns dazu helfen. Der hat uns nach seinem Bilde, nach seinem Ebenbild geschaffen. Und wir sind dazu geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Amen.